Gott, das ist ja alles beschwemmt. Also haben die beim Staudamm auf jeden Fall ihre Arbeit nicht richtig gemacht, dass sie eine Überschwemmung Du gehst mal runter. Wie halten die jetzt mehr durch als sonst? Kann das sein? Ist das der Schatz? Oder ist das nur das Boot? Was ist das, der Stausee? Da kriege ich gerade wieder einen Flashback an den einen Boss aus Resident Evil 4. Sei so gut und bring den Bot-Schlüssel zurück in die Hütte in den Mine. Hans ist tot, also ist erstmal Schluss mit Fischfang. Ich meine, wir wissen doch alle, dass sein Tod kein Unfall war. Er wurde am Bot von einem riesigen Fisch gefressen. Oh. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt dann gleich gegen einen riesigen Fisch antreten müssen, der von Moreau kontrolliert wird. Nur an diesen Schatz komme ich da gerade nicht dran. Ja, nur komme ich gerade an diesen Schatz nicht dran. Alles blockiert. Dann müssen wir halt mal raus und dann später mal schauen. What was that? Ja, und ich glaube, das ist der Fisch. Ich gehe da lieber mal nicht rein. Da geht's dann weiter. Aber er ist einmal hier. What the hell? Research post or something? What the fuck are they doing here? Wer zur Hölle bist du? Get off of me! Stay the fuck down! Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. Chris? It'd be a shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown. But my guess is we've been here too long, and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. You stay out of our business, Ethan. What business? God, watch out!
Okay, also das wird immer wie wilder. Shit, stay back! The exit's underwater. You're done! I don't have time for this. Miranda sent you to slow me down? You're pathetic. What are you talking about? What the fuck is wrong with you? Okay, noch ein Graf, der schwach ist. Aber richtig zu lang kann. Da noch auf dem Steck noch ein Item war. Ich hoffe mal nicht. Weil ich bin jetzt da irgendwo im Nirgendwo. Und wahrscheinlich hätte ich da drüben noch Items holen können und das habe ich jetzt nicht getan. Weil ich davon ausging, dass das dann weitergeweg ist. What am I supposed to do? Dass Moros Klinik dann hier lang geht. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nicht. He said the exit's underwater. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts Wichtiges geskippt. Das ist das Pförtnerhaus. Ich glaube mir schon mal, ob wir irgendwie schaffen können, dass das Wasser nämlich verschwindet. Dann hat er schon mal keinen Vorteil mehr. Okay. Rot über die Diagonale von links oben nach rechts unten. Dann blau rechts oben und dann die unteren zwei. Okay. Hoffe, ich kann mir das merken. If I can drain the water. Shit, there's no power. Okay, es braucht zuerst Strom. Betriebsanweisung Stausee Pförtnerhaus. Starkregen kann den hiesigen Wasserlebewesen schaden. Zuvorkehr sollte daher auf folgende Weise überschüssiges Wasser aus dem Becken abgelassen werden. Erstens. Setzen Sie die Windmühlen mit einer Kurbel in Gang, um das Pförtnerhaus mit Strom zu versorgen. Zweitens, bedienen Sie die Hebel im Pförtnerhaus, um das Schleusentor zu öffnen. Und ich höre Duke. Ah, der ist da drin. Shall I choose something for you? Hast du noch etwas für mich? I've gotten some new stock. Auch nicht gerade neues Stock. Können wir da irgendwas craften? Ja, da hier. Nein, das geht nicht. Da fällt mir eben noch ein Geflügel. Blöde Geflügel fällt mir. This is all an investment, even. Dann können wir mal das Kristallfragment mal verkaufen. Ah. Dann das Gelbquarz für 10.000. Ein Stück Gelbminerals aus der Region wertvoll. Ah. Dann die Schädel. Und der perfekte
Kristalliner Schädel. Ah. Und kristalline Beste. Kristallin übrigens eine Fossähnliche Kreatur. Sehr wertvoll. Ist schon mehr enough. Warte, war noch was? Ah, das kann man nachverkaufen. Stählende Statue eines Wesens aus der nordischen Mythologie. Sehr wertvoll. 14.000. Now to spend like kings. Securing goods is more important than anything. Und momentan kann ich nichts upgraden. Wie sieht's aus mit Rüstung? Okay, Kraft ich noch zwei und benutze ein. If I say so myself. Sonst ist alles gut, dann können wir mal einmal speichern. Und dann geht's weiter. Oder ich schau mal, wie lang die Aufnahme ist. Okay, geht noch. Aber allzu lange will ich es auch nicht machen. Sagen wir maximal 2 Stunden will ich sie in etwa machen. Allerhöchstens 2 Stunden und mehr dann auch nicht mehr. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch so in der Umgebung so haben. Nochmal flüssige Chemikalie. Ja, und dann war's das wohl. Okay, diese Windmühle muss auf jeden Fall in Betrieb genommen werden. Ich glaube, die Kurbel macht's nicht mehr lang. Ist schon ewig alt und entsprechend ramponiert. Im Fall, dass sie bricht, geh rüber und hol die von Windmühle 2. Das ist der einzige Ersatz, den wir haben. Warte, dann nehme ich lieber das Messer. Mal treffen würde. Einen habe ich erwischt. Den zweiten auch. Und da ist der dritte erwischt. So, jetzt haben wir aber genug Geflügel. Kristallfragment. Ein paar rostige Reste. Ah, das ist wahrscheinlich die Kurbel. Hier. Ah. Hab dich gehört. Da müssen wir wahrscheinlich dann zur zweiten Windmühle rüber, weil die erste nicht reicht. Da ist sie hinüber. Seriously? Mhm. Ja, echt jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt die zweite holen.
und vorsichtig rüber. Weil ich glaube, der Fisch wird sie wahrscheinlich wieder angreifen. Oder Moro, wie auch immer. Danke. Ich wollte schon sagen, nehme jetzt die Pistolenmunition auf. I'm not looking to be fish food. Ah. Okay, also dann müssen wir das super gut timen. Okay, das alles nochmal. I'm not looking to be fish food. Kommt er wieder. Da kann ich jetzt durch. Schnell, schnell, komm, komm, komm. Ah, das war knapp. Auch dadurch. So ist es auch sie. Nein. Kann ich hier durch. Okay, das hätte ich hier runterschieben können für eine Abkürzung. Kann ich dann noch runterschieben? Damn. Ja, man braucht noch ein zweites. Was macht man alles nur, um da durchzukommen? So, jetzt einmal blau. Die halten alle nicht ziemlich lange. Magnum-Munition. Also, als ob man schon eine Magnum hätte bekommen können. Hält die lang durch oder fällt die auch
Okay, die fällt auch gleich runter. Das heißt, wir müssen blau, orange und weiß. Jetzt warten wir jetzt mal ab, bis die wieder unten ist. Gut, also blau, orange, weiß. Dann schnell rüber. Ich habe jetzt nur Angst, hier rüber zu gehen. Da war er gerade. Okay, das wird jetzt hardcore. Oder kann man den irgendwie ablenken, dass der nicht gerade angreift? Okay, der wollte bitte nicht auf die Mitte drauf. Und das Ganze noch einmal. Und wo darf ich starten? Okay, das war jetzt dumm von mir. Also die Stelle ist einfach nur noch dringend bis zum geht nicht mehr. Gut, wir sind drüber. Ich mache auf jeden Fall dann drei dicke Kreuze, wenn dieser Fisch dann ausgetrocknet ist. Wie kam jetzt da dein zweiter Wagen hoch? Das muss mir mal jemand erklären. Okay, einmal sprengen. Ich hab genug Granaten für all das. Okay. Was auch immer da drin ist, wir holen es mal raus. Caught myself a big one. Wow, ein altes Schiff. Come on.
Danke. Und hoch. Geht mir langsam auf den Zeiger. So, da haben wir jetzt hier Platz gefunden. Okay. Wir müssen die Windmühle drehen, weil sonst kommt man gar nicht hoch. Seilrutsche. So, das war's. Alter, also das ist noch schlimmer als damals, als es Leon machen musste. Gut, er hat es nur ganz einfach. Der musste nur im Boot ein paar Waffen benutzen, um den Fisch zu bekämpfen. Okay. Und ich muss hier erstmal ein paar Windmühlen antreiben. So. Dann legen wir dich mal trocken. Okay, dann ist das andersrum. Das muss ich gerade überlegen. Okay, orange. Passt. Muss hier orange sein, hier orange, da weiß, da blau. Jetzt passt's. So, damit hast du schon mal keinen Vorteil mehr. Got it. Wollen wir doch mal schauen, ob du jetzt mich noch besiegen willst.